Wenn der Frühling zum Sommer wird, erstrahlen die Wiesen in einem Meer aus Gräsern und Blüten. Doch nur allzu bald mischt sich Traktorengeräusch unter das Gesumme der Insekten und das Zwitschern der Vögel. Das idyllische Bild ist kein Selbstzweck, die Wiese wird gemäht und das Grün zu Silage und Heu. Der Mann, der hier mit seinem Fendt so schneidige Runden dreht, ist Bruno, ein Landwirt aus unserem Dorf. Er braucht Futter für seine Milchkühe und Rinder. Ob nun Silage oder Heu, am Anfang steht immer der Schnitt. Da ich eine klassische Heuernte miterleben möchte, suche ich Bernhard auf. Er ist Landwirt aus Leidenschaft und macht manches noch so wie früher. Wann hast du gemäht? Gestern oder vorgestern? Ja, gestern. Gestern? Ja. Gestern das meldet ein gut Wetter und soll auch ab morgen noch besser werden. Ab Montag. Irgendwann muss es mal vorbei sein mit dem Regentief, ne? Ja. Und Gewitter. Obwohl wir so viel haben wir gar nicht abgekriegt. Das reicht so gerade. Ne? Naja, für die Weiden und so ist es erstmal genug. Hier in der Nähe geht's gleich weiter. Hinter der Weide mit Bernhards Kühen und Kälbern. Ja, komm. Ja. Oh, die Kamera wolltest du auch schon. Die brauche ich noch, du. Die kannst du nicht mitfressen. Denn gleich kommt Bernhard. Man hört schon den Trecker. Hinter dieser Weide liegt das Stück mit dem gemähten Gras. Aber das erste Mal stellt der Wender sich, weil die Räder jetzt schräg stehen, er schräg und wirft es ins Land rein, damit das von den Zäunen wegkommt, weil an den Zäunen da ist immer nicht so gut für die Maschinen. Ne? So, wie lange wird das noch brauchen? Ich schätze, wenn das stimmt, wie der Wetterbericht gesagt hat, dass ab morgen 28 bis 30 Grad kommen, dann könnte das Mittwoch, Donnerstag eingefahren werden. Ich richte mich nachher danach, wie die Knoten sind, wenn die Knoten dann dunkel werden, weil das hatte die Hauptfeuchtigkeit. Man muss ungefähr so 80% heraustrocknen, also nicht zu doll pressen. Je trockener, je stärker kann ich es ja dann pressen. Ne? Je mehr Druck ich gebe, und das wird ja diese kleinen Heubunde werden, das wollen viele Pferdeleute haben und so weiter. Dann geht's los mit dem Wenden.
Eine Prozedur, die in der Trocknungsphase zweimal täglich fällig ist. Vormittags und nachmittags. Eisen drauf, Muttern drauf. Ja, dann kann er nicht mehr abschmieren. Drei Tage später. Der Erntewagen wird vorbereitet. Mit dabei sind ab jetzt Hendrik und Heinz. Sie bilden mit Bernhard ein eingespieltes Ernteteam. Auch die Berufskollegen, Hobbylandwirte wie Profis, nutzen das gute Wetter. Wir waren unten nur ein Laken. Hey. Das Ganze ging jetzt zusammen. Hendrik zieht den Wagen ein Stück vor, denn jetzt soll die Presse aus der Scheune. Bernhard erläutert uns Einzelheiten zum Gerät. Und diese hat einen Schneckenverdichter, einen Vorverdichter durch eine Schnecke, das haben andere Pressen wieder nicht. Die fängt schon vorher an und verdichtet das kompakter zusammen, das Material, was so gepresst wird. Hier kommt der Windfaden rein, der läuft dann zum Knoter hin. Und dieses Sternrad, das ist gekoppelt mit dem Auslöser. Der Auslöser, wenn der in diese Kerbe springt, das Rad dreht sich mit, dann wird ein Impuls losgemacht und der Knoter dreht eine Runde und knotet einen Knoten. Und zugleich werden dann mit dem Zählwerk auch noch die Ballen gezählt. Dann weiß ich genau, wie viele Ballen es vom Hektar gegeben hat und so weiter. Kann man das auch besser einteilen im Winter, wenn man die Tiere füttert. Man muss ja auch mit der Menge, wenn man weiß, wie groß die Menge ist, auskommen können, wenn man so und so viele Tiere füttert, wie viel man braucht. Ne? Und ich sehe, doch, hier ist der Antrieb. Ne? Das ist wie eine riesen Kurbelwelle, dreht die sich und schiebt diese Stange, schiebt so einen viereckigen Kasten mit so Seitenstahlmesser, schiebt er da durch und dann wird auch jedes Mal eine Portion Stroh oder Heu wird dann auch mal geschnitten noch, damit das da in den Presskanal auch reinrutscht. Ja, dafür braucht er dann auch richtig Kraft. Ja, da braucht er dann Kraft für. Ne? Ich kann die zwar jetzt leer von Hand drehen, hier ist ein Schwungrad dran. Hier sind auch noch Sicherheitsvorkehrmaßnahmen. Zum Beispiel, die Kraft vom Traktor wird auf das Schwungrad erst übertragen. Und hier ist eine Abscherschraube. Das ist eine Stahlschraube, die bei einem bestimmten Kilopoint bricht die. Ne? Dann sollte mal da ein Fremdkörper reinkommen, Stein oder ein Kantholz oder irgendwas, was im Futter liegt, im Stroh oder im Heu, dann schert die Schraube ab, bevor hier richtig ein großer Schaden entsteht an der Maschine. Und das ist in der Schnecke ist das eingebaut, da ist auch eine Abscherschraube und den Knoterantrieb hat auch noch so eine Abscherschraube. Und das ist auch eine Abscherschraube zur Sicherheit, die kann auch abbrechen, wenn irgendwie ein Fremdkörper wieder reinkommt. Das ist überall abgesichert nochmal.
weil die Traktoren, die haben ja so eine Kraft, die merken das nicht. Ist dir das schon mal passiert, dass mal so ein Ding... Ja, die ist schon mal erneuert worden und diese habe ich auch schon. Da habe ich immer, die liegen hier drin in Ersatz in der Presse. Hier ist ein Ersatz Werkzeugkasten und hier habe ich so ein Tütchen voll Schrauben. Ersatzschrauben, die muss man immer bei sich haben. Oder ein kleines Messer, wenn man mal einen Knoten Tuck hat, dann muss man den losschneiden. Also es geht nicht reibungslos automatisch. Man muss immer wieder, und dann, wenn er ist gleich der Fahrer, dann muss das alles schon wissen, dass man, sonst hat man zu viel Ausfall. Ne? Weil die Maschine muss ja laufen, wenn es, sonst kriegt man das Futter nicht nach Hause. Mit diesen Schrauben kann ich den Druck erhöhen, wie viel Material reinkommt ins Bund. Ne? Das ist das bei Stroh oder Heu unterschiedlich? Ja, das ist unterschiedlich. Stroh hat viel mehr, ist ja breiter und hat mehr Luft in den Halmen. Und das lässt sich schneller zusammendrücken noch. Als letzter Akt wird dann der Ballenförderer hervorgeholt. Es wird noch ein Mittelteil eingesetzt und anschließend die Förderkette ausgelegt und gespannt. Ja, jawohl. Abschließend erfolgt die exakte Positionierung des Ballenförderers vor dem großen Heubodenfenster. Henrik will gleich losfahren mit Traktor Nummer 1 und dem Schwadenzieher, der jetzt angebaut wird. Noch ein letzter Check, alles gut und los. Das Gras ist in 4 Tagen zu Heu geworden. Es duftet wunderbar und wird so nun auf den Schwad gezogen.
dann erscheint Bernhard mit Traktor Nummer 2, der Presse und dem Erntewagen. Vor Ort werden die Maschinen für den Einsatzzweck entsprechend kombiniert. Denn so versetzt, wie der Wagen jetzt hinter der Presse läuft, darf er auf der Straße nicht fahren. So. Alles gut, das Pressen kann starten und Ballen um Ballen landet im Erntewagen. Dann trifft Bernhard mit der ersten Fuhre zu Hause ein. 3,5 Wagenladungen waren das von dem Stück. Heinz warnt, wenn ein Ballen mal nicht so will. Da kommt wieder einer. Aber die meisten bleiben brav in der Spur und ab geht's auf den Heuboden.